Auf dem Sieg des Wienerspargelbs. Nee, Herrli. Mama, Entschuldigung, die 5-0. Nein, Ostern war morgen 5-0. Wie viel? 5-0? Herrli, hast du da 5-0 verliert? Ah, Queen. Gegen Spurgelb. Dann tue ich extra einen Liter. Extra? Extra einen Liter. Und wenn wir gewinnen, tue ich einen Liter. Dann tue ich 3 Liter. Es ist große Fressen im Gange. Die Frau Wohlmuth frisst, wie die Austria schon gewonnen hätte, aber die Austria gewinnt morgen nichts. Die wird der Austrianer nicht. Du nicht, aber der Alter, der was da filmt, der hat immer den was? Der was dort filmt, ist ein Austrianer. Den kann, weil du so viel frisst, darum gewinnt die Austria morgen, aber das ist gar nicht wahr. Also, ein kurzes Interview mit deinem Spurgelbahnhänger. Ja, wir gewinnen auf jeden Fall. Siehst du es? Danke, danke, danke. Der Spurgelb gewinnt, der Spurgelb gewinnt. Und da schau ich, da schau ich. 3-0 für Spurgelb, 3-0 für Spurgelb. Es gibt da zwei Mannschaften Austria und Niederreis. Nochmal. Es gibt da zwei Mannschaften Austria und Niederreis. Mehrland, was du es auch nicht glaubt hast, aber das ist wahr. Heute haben wir gespielt gegen Friedingsdorf. 4-4 haben wir gespielt. Der Wohlmut Alois, ein Welttor geschossen. Alois oder Wie sieht das nicht? Leider ein Eigentor. Leider ein Eigentor. Aber gewonnen. Gewonnen. Noch eine Woche dann redet es einen Vorwurf, wieso er das gehalten hat. Nicht gehalten hat. So tempert ist der Hund. Aber ist er Sieg? 4-4 ist er Sieg? Er ist unglücklich verloren. 4-4 ist er Sieg. Wie viel ist Sieg? Wir müssen auswärts ist er Sieg. Auswärts ist er Sieg. Der Vater schießt halt einmal ein Tor. Schießt einmal ein Tor, das ist Eigentor. Eigentor. Und der Meister hat gesagt, wenn die 5 Harange kalt sind, sind sie nicht warm. Da brennt er zum Arsch. Was hat das mit Fußballspiel zu tun?